Leute, was geht ab? Heute mit einem neuen Video und zwar direkt aus Stani Performance. Und ich weiß, Leute, ihr habt euch das schon sehr, sehr lange gewünscht und heute wird euer Wunsch in Erfüllung gehen. Und zwar, ihr habt gesagt, wir sollen unbedingt hier vorne beim Autohaus, Leute, so Werbung dranbringen, Werbung machen. Und Leute, wir werden heute hier live im Video das Autohaus hier komplett alles mit Werbung, Stani Performance ranbringen. Und Leute, ich sage euch ehrlich, das, was ich euch gleich zeigen werde, das ist einfach geisteskrank. Heute erreichen wir nochmal die nächste Stufe. Es hat insgesamt 7 Millionen gekostet. Wir haben jetzt, warte mal, ich muss kurz gucken, was wir auf Konto haben. Wir haben gerade immer noch 10 Millionen, Leute. Wir haben ja Plus, Minus, geht ja immer ein bisschen was raus. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Plus gemacht, ein bisschen Minus. Nebenbei fallen ja auch noch ein paar Kosten an, die ich immer bezahle. Aber es kostet 7 Millionen. Und Leute, es ist ein eigener Stani Performance Rennwagen, mit dem wir an offizielle Rennen dran teilnehmen kommen, mit Logos drauf, mit Schrift. Ey Leute, es ist, wenn ich euch dieses Auto zeige, es wurde extra für uns gebaut. Niemand hat so ein Auto. Also es wird wirklich sehr geisteskrank. Das werden wir jetzt abholen, aber die Enthüllung ist erst in wenigen Tagen. Frau Kirsche, haben Sie alles unter Kontrolle? Ja, ich habe alles unter Kontrolle, alles gut. Gut, Leute, Frau Kirsche ist natürlich auch immer am Start und muss natürlich auch immer fragen, ey, wie es so geht und so. Frau Kirsche, haben Sie hier alles ja? Dings, weil ich müsste jetzt nämlich los, ne? Ach, Sie telefonieren gerade, oh. Ja, alles gut. Ich bin dann weg, ne? Halten Sie hier die Stellung, wenn was ist, rufen Sie an. Ja, das kann ich. Okay, super. Wo sind wir nochmal stehen geblieben? Oh, Leute, das ist, ey, ich sag euch ehrlich, wir müssen uns auch ein paar Mechaniker einstellen. Ey, fahr doch mal hier, ich muss hier in den LKW, weil ich will natürlich, Freunde, wenn wir jetzt da hinfahren und das Auto holen, das müssen wir natürlich im Stani Performance LKW machen. Und ich muss auch sagen, Leute, seitdem hier die Security steht, endlich kein Ärger mehr vorm Laden. Das finde ich wirklich babamäßig. Freunde, wir werden jetzt zu einem Import-Experten fahren. Der hat wirklich extra dieses Auto hier für uns in GTA importiert. Und wenn ich euch das zeigen werde, ich glaube, Freunde, ihr werdet umkippen. Weil es ist, klar, wir müssen 7 Millionen zahlen, aber ansonsten, man kann eigentlich fast sagen, das Auto ist unbezahlbar. Wirklich krank. So, Leute, also ich weiß ja, viele von euch sagen so Touren und so und Dealer sind die krassesten, aber eigentlich ist der Typ der heftigste, weil der kann Sachen nach Los Santos bringen, die sonst keiner nach Los Santos bringen kann. Das ist halt das Geile. Oh, oh, langsam mal, Leute. Ich will jetzt nicht direkt den LKW schrotten. So, Stani Performance, Leute, das ist auch der LKW, wo wir nur VIP-Autos mit abholen. Ich mal kurz hier. Boah, Leute, das ist auch hier eng hier. Ich will mal hier direkt hier parken. Ey, Michel, was geht, Junge? Die Stani. Heute ist der Tag der Tage. Ey, ich freue mich unnormal. Ich bin gehypt, ne? Ist das Auto angekommen? Ist das Auto fertig? Das Auto ist da. Wir gehen da sonst mal rüber. Wie lange hat jetzt das Auto zur Herstellung gebraucht? Oh, das Auto, das ist ja vollkommen restauriert. Das war ein alter Rennwagen von 1980 und der wurde komplett ne? Okay, und voll auf Stani Performance angepasst, ne? Komplett. Leute, und guck mal, das Auto ist so heftig getuned und alles, Freunde. Ich sag euch, es ist das schnellste Auto in Los Santos. Niemand wird mithalten können. Es ist das exklusivste. Und nicht mal ein Max kann das nicht tunen. Ich selber kann das nicht tunen. Das können wirklich nur Special-Leute machen. Und deswegen sind wir hier heute bei Michel. Michel, willst du auch nochmal sagen, ja, wie teuer, wie wertvoll eigentlich dieses Auto ist? Also das Auto ist eigentlich unbezahlbar. Das steht auch nicht zum Verkauf. Das haben wir, das ist jetzt ein exklusives Geschenk für dich. Und ja, angefertigt. Ist auch abgedeckt jetzt. Leute, und ich muss selbst 7 Millionen dafür zahlen. Also das ist krank. Wo ist denn jetzt das Auto? Ich bin schon gehypt, Alter. Zeig das doch jetzt mal. Komm, komm, komm. Zeig mal jetzt die Karre hier. So, das steht hier vorne. Da steht es. Oh, ist noch abgedeckt. Mein. Ja, aber können wir das direkt aufdecken oder was? Wir könnten das aufdecken, aber mach das lieber, wenn du wieder bei dir in der Werkstatt bist. Sagst du, das ist so krass, dass ich das lieber bei mir in der Werkstatt aufdecken sollte? Ja, ja. Okay, okay, okay. Leute, wir werden mal einsteigen. Ich will euch mal eine, ihr seht schon hier, kleine paar Leaks seht ihr schon. Aber glaubt mir, es ist nicht das Auto, was ihr denkt, was das ist. Und guck mal hier, viele werden jetzt sagen, das ist eine Special-Height, die das Auto hat. Ne? Wir können damit natürlich jumpen. Oh, ich will es nicht kaputt machen, Leute. Wir können damit natürlich jumpen. Es hat noch mehrere Sonderfunktionen, die nur dieses Auto hat. Und wenn ihr jetzt vielleicht hinten an diesen Düsen einen Verdacht habt, was das für ein Auto sein könnte, es ist es nicht. Leute, glaubt mir, es ist nicht das, was ihr denkt. Und ihr werdet so ein Auto noch nie gesehen haben. So, wir werden das jetzt mal in den LKW fahren. Und dann müssen wir auch schnell zu Stani Performance. Weil, Leute, eigentlich ist es auch lebensmüde, was wir hier machen. Ohne Sicherheitspersonal unterwegs sein, das ist eigentlich zu gefährlich. So, warte mal, jetzt hinten die Luken aufmachen. So, Leute, hinten aufmachen, zack. Und jetzt werden wir da das Auto schön einmal reinfahren. So, Leute, ey, Auto ist jetzt im LKW drin. Wir können jetzt aussteigen und dann die Luken zu und Abfahrt.
So, Leute, Auto ist drin, Luken sind zu, Rampe eingefahren und dann können wir das Auto eigentlich wegbringen. Ey, Michel, vielen, vielen Dank für das Auto. Ich werde dich auf jeden Fall anrufen. Sobald ich die Decke aufmache, bist du dabei, ja? Du musst auf jeden Fall mit dabei sein. Viel Spaß. Boah, Leute, jetzt muss er echt das Auto vorsichtig zurückfahren zu Stani Performance. Und ey, ich bin einfach zu doll aufgeregt, euch diese Karre zu zeigen und auch diese ganzen Funktionen. Also ich glaube, das Auto hat insgesamt, boah, ich weiß nicht, 8 Funktionen oder so, 8 Special-Fähigkeiten, die ich so bei noch keinem Auto gesehen habe. Oh, warte mal, Leute, Telefon klingelt auch schon. Oh, ich glaube, das ist... Ja, wer ist da? Stani, du hast da was vergessen. Wo ist mein Geld? Ja, Geld kommt. Warte, entspann dich. Oh mein Gott. Mir reicht's hier gleich langsam. Ja, sorry. Leute, es tut mir das doch Auto, leid. Das Auto ist eine Einzelanfertigung. Das gibt's ja, nur einmal. Ja, ich bin noch hier. Ich gebe dir direkt das Geld. Gut. Warte. 7.000, 70.000, 700.000, 7 Millionen. Boom. Perfekt. Michel, dank dir für 7 Millionen, danke. Freunde. Hier auch nochmal zum Beweis. Ihr werdet sehen, Leute, haben jetzt nur noch 3 Millionen auf dem Konto, aber... Ey, da sind wir. Guck mal, wir haben ja noch ein bisschen was auf Bankkonto. Wir müssen mal zur Bank fahren. Das Ding ist, wir sehen leider nicht, was wir auf Bankkonto haben. Wir sehen halt immer nur das Geld, was wir da beitragen. Auf Bankkonto haben wir, glaube ich, auch noch ungefähr so 2 Millionen oder 1,5 Millionen, weil Frau Kirscher hat ja sehr viel gute Autos schon verkauft. Der Ferrari geht ja jetzt weg, der i8 wurde ja verkauft. Also von daher ist noch ein bisschen Vorrat da. Aber wir sollten trotzdem, ihr wisst, Leute, sparsam sein und das alles schlau anstellen. Aber ich will jetzt echt schnell... zurück, Freunde. Schnell zurück. Und dann werde ich euch auch mal zeigen, was wir heute noch machen werden. Glaubt mir, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, ist zu krank. Ich weiß, Leute, wir sollen hier hinten noch so ein Dach rüberbauen. Das werden wir auch noch machen. Aber das Dach, Leute, das kostet auch einen Haufen Geld. Und das kommt später alles so. Hier, Freunde, wirklich einmal hier auf der Einfahrt drauf. Das dürft keiner sehen. Wir werden es aber jetzt oben hinstellen. Das Ding ist, hier sind wir halt gut abgesichert. Wir haben Fat Security, alles drum und dran. Sollte schon gehen. Du musst auch noch mal kurz hier zurücksetzen. Zack. Die Karre muss ich auch mal loswerden. So, aufmachen, Leute. Jetzt werden wir das Auto hier rausfahren. So, Leute, hier ist das Auto. Raus jetzt damit hier aus dem Dings. Zack. Boom, ausgeladen haben wir es. Und jetzt werden wir es erstmal direkt ins Autohaus fahren. Ich bin so aufgeregt. Weil, Freunde, es wird hierfür für das Auto, für die Enthüllung, eine richtig große Show geben. Und jetzt können wir es hier, zack, hinstellen. Und es bleibt erstmal abgedeckt. Ich will euch jetzt erstmal schnell was anderes zeigen. Guckt, was wir heute machen werden. Und heute machen wir auch iCrimex sein Autohaus platt. Nämlich, passt mal auf, wir gehen jetzt mal nach unten. Frau Kirscher, alles in Ordnung hier? Ich bin jetzt wieder da. Ja, hier waren ein paar Randalierer, ne? Aber, ja, aber ich habe die weggeschickt und die Securities haben auch echt gute Arbeit geleistet. Hier waren Randalierer gewesen? Ja, ich glaube, das war, wie hieß der nochmal, iCrimex? Nein. Ja, doch. Boah, Leute, okay, das hätte ich jetzt nicht von Max gedacht, aber ja, er wird sehen, was er davon hat, Leute. Nämlich, was ich euch eigentlich zeigen wollte, pass mal auf. Wir haben ja hier die Wände und viele von euch haben gesagt, ey, an den Wänden muss irgendwie Stani Performance ran, ne? Habt ihr alle gesagt, Leute? Wir haben hier, guckt euch das an, Leute. Wir werden jetzt hier live Stani Performance Werbung in die Fensterscheibe machen. Guck mal, wie geil das auch aussieht. Alter, Freunde, das sieht so fett aus. Wir müssen das natürlich hier schön ausrichten. Und dann können wir schön hier die Scheiben folieren. Boom, Leute. Ich werde es jetzt mal hier so ranmachen. Wir werden es jetzt hier ransprayen. Boom. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Ihr seht links oben, Leute. 100% muss completed sein. Also wir sprayen jetzt gerade live dieses Stani-Performance-Logo an unseren Autohaus ran. Und guckt mal bitte, wie geil das aussieht. Wisst ihr, was wir noch machen werden? Wir werden dieses Logo bei iCrimex jetzt heimlich nachts am Autohaus ran sprühen, Leute. Wir werden jetzt warten, gleich bis nachts, dann werde ich zur Tour anfahren, werde das da ransprayen und überall in der Stadt werden wir Werbung machen für Stani-Performance. Ich sag euch, damit haben wir autohaustechnisch... Ey, Leute, ich denke, in den nächsten Tagen wird safe jeder den Laden hier einrennen. So, das erste Graffiti ist dran. Ich würde sagen, ey Leute, das sieht geil aus. Wir machen direkt hier das nächste ran. Warte mal, hier das nächste, direkt hier neben. Ey, das sieht auch, oh mein Gott, Freunde, sieht das mächtig aus. Ey, das sieht so geil aus. Das ist auch direkt so ein bisschen so Schutz für die Kunden, wisst ihr? So auf Undercover, das ist so, jetzt haben wir noch so ein bisschen, ja okay, das passt hier mit der Ecke nicht ganz, aber ich würde das hier trotzdem gerne ranhauen, sag ich euch ehrlich, Leute. Ja, ja, wir hauen das safe hier gerne noch ran. Doch, das muss ran. Ich sehe mich da, Leute. Ran da. Oh. Leute. Ey. Sagt mir, schreibt mir wirklich in die Kommentare überall rein, wo wir diese Graffitis sprayen sollen.
vorne an den Fenstern werden wir das natürlich nicht machen. Das wäre dumm, Leute, weil da stehen die Autos. Die sollen die Leute, die hier vorbeilaufen, sollen natürlich auch die Autos sehen. Eine Entfernung von so Graffiti, Leute, kostet $5,000. Also das muss sich jemand auch schon mal leisten können. Und ich sag euch ehrlich, guck mal, wie geil das aussieht. Ey, sogar hier vom Weiten. Freunde, wie nice ist das bitte? So, hier haben wir einmal Stani-Performance dran und ich würde das jetzt gerne noch einmal hier ran machen, hier an der Seite. Ey, Turan wird auch ausrasten und iCrimex wird auch ausrasten, wenn die das Graffiti sehen, Leute, vor deren Laden. Ey, die werden durchdrehen. Aber guck mal, ich sag euch ehrlich, Leute, das mit dem Graffiti, das kann ja theoretisch jeder gewesen sein. Warum soll ich das gewesen sein? Wisst ihr, ich meine, du machst ja auch heimlich. Und ich werde dann auch einfach sagen, das waren so Fans gewesen, die das gemacht haben. Mein Name ist Hase. Ich weiß von nix. So, Leute, oh mein Gott, sieht das geil aus. Einmal da Stani-Performance, hier zweimal Stani-Performance. Ey, das muss ich auf jeden Fall mal Frau Kirsche zeigen. Mal gucken, was die dazu sagt. Frau Kirsche, kommen Sie mal mit. Ja. Kommen Sie mal mit. Ich muss da mal Ihre Meinung einholen, wie Sie das hier finden. Und zwar, ich habe mal hier draußen ein paar Werbegraffitis rangebracht. Was sagen Sie dazu? Das sieht echt geil aus. Also, das sieht echt geil aus, das finde ich auch. Also, ja. Da werden sich, glaube ich, die Kunden echt freuen, wenn sie sowas ja, sehen. Ja, ich glaube auch, dass die Kunden sich da richtig freuen werden. Ey, Leute, das sieht wirklich so nice aus, ne? Ich muss mal jetzt los. Ich habe jetzt noch einen kleinen Termin und Sie passen auf den Laden auf, ja? Ja, natürlich. Dankeschön. Tschüss. Ja, bitte. Tschüss. Ey, Leute, guck mal hier auch mit Frau Kirschner hier das Auto hier. Das sieht so geil aus mit den zwei Bentleys. Guck mal, hier steht einmal Stani Performance drauf. Man sieht direkt, dass das halt alles hier gemeinsam zu uns gehört. Da steht Stani Performance drauf. Ey, wir machen uns so einen kranken Namen in der Stadt. Und hier, Leute, steht natürlich auch Stani Performance drauf. Es ist so nice. So, ich werde jetzt erstmal die Autos parken. Und dann würde ich sagen, Freunde, fahren wir uns jetzt einmal umziehen. Warten, bis es Nacht wird. Und dann würde ich mal sagen, werden wir mal ein paar Graffitis bei der Konkurrenz sprayen. Stani Performance übernimmt. Ja, was will man mehr, Leute? Was will man mehr? Guck mal, hier, da ist ein LKW. Hier ist ein LKW mit Stani Performance. Da oben ist Stani Performance. Ey, wisst ihr, was mein nächstes Ziel sein wird? Wir werden einfach komplett Los Santos übernehmen. Und ich will eine eigene Airline machen, Leute. Eine VIP-Airline für Stani Performance. Irgendwie sowas. Irgendwas werde ich mir da ausdenken. Aber erstmal zum Strand. So, können wir uns jetzt hier umziehen? Hier, Leute, hier gibt es so viele Umziehläden. Ich gehe jetzt einfach hier rein. Boom, da ziehen wir uns schnell irgendwelche Billo-Kleidung an. Ey, mach doch keinen Ärger hier. Ich komme von Stani Performance. Beruhig dich mal. Ganz, ganz cool, ey. Jetzt haut er mir die Mütze vom Kopf. Ja, super, Leute. So, komm, hier werden wir uns mal umziehen. So, Leute, wir ziehen uns hier einfach hier ganz verrückt an. Hier, guck mal, hier mit so einer komischen... Nee, ich ziehe lieber den Pullover an hier, Freunde. Oder hier diese dunkle Jacke, Leute. Diese dunkle Jacke passt ganz gut. Ich will halt komplett anders aussehen. Das hier halt hier... Ja, hier, Leute, wir ziehen wieder die komische Hose hier an. Dann werden wir uns jetzt hier noch eine schöne Maske aufsetzen hier. So, wie so ein richtiger Sprayer werden wir halt aussehen. Wisst ihr, was ich meine? Hier, guck mal, hier. So eine, wie so ein Gangster, Leute. Als wären wir so ein Gangster... Dann setzen wir uns gleich noch eine Dings auf, eine Mütze. Dass wir uns eine Sonnenbrille noch. Warte mal, hier. Sonnenbrille noch. Und dann setzen wir uns hier noch so eine Gangstermütze auf. Weil dann denken die irgendwie hier, keine Ahnung. Das war ein Gangster gewesen, der das gemacht hat. Wie verarscht die Leute so heftig. Ah, warte mal, die Schuhe müssen wir noch ändern. Ganz wichtig. Weil nicht, dass sie sagen, ey, der hatte rote Schuhe gehabt. Jetzt sind wir hier schön an der Karre unterwegs, Leute. Und jetzt würde ich sagen, jetzt warten wir nur noch, bis es dunkel wird. Und dann starten wir. Abfahren. So, Leute. Jetzt ist es ein bisschen dunkler geworden. Und jetzt, die Stadt ist ein bisschen leerer. Hier ist weniger los. Und wir sind ja auch direkt am Strand, Freunde. Ich weiß, es wird ein bisschen risikoreich sein. Aber ich werde es machen, Freunde. Wir werden mal bei Touren einen kleinen Besuch abstatten. Und werden mal. Ich werde das Auto hier hinten parken, Leute. Ich werde mich auf den Weg machen. Ey, da ist gerade gar nichts los, ne? Wir haben es gerade irgendwie 3 Uhr in der Nacht oder so. Und dann werden wir mal seinen scheiß Tempel besprühen, oder was sagt ihr dazu? Chill mit Stani Performance. Aber Leute, ich sag euch ehrlich, das bei Touren am Tempel zu sprühen, das wäre wahrscheinlich zu heftig. Ey, das traue ich mir auch nicht, Leute. Das gibt vielleicht zu viel Ärger. Ich werde das einfach hier gegenüber machen. Hier, Leute, das wird ihn auch richtig ärgern. Wir werden das hier ransprayen. Und das fällt dann auch nicht ganz so auf. Wenn ihr sagt, Leute, ich sag euch ehrlich, wenn wir hier 20.000 Likes schaffen, werde ich ihn diese Graffitis... am Tempel sprühen, Leute. Aber dann gibt es wahrscheinlich richtig Ärger. Ich weiß nicht, ob wir den Ärger gebrauchen könnten. So, bumm. Hier schön. Oh mein Gott, guck mal, wie das auch leuchtet, Leute. Das ist so eine richtig... Oh mein Gott, das wird ihn so ärgern, Leute. Jedes Mal, wenn er rauskommt, wird er einfach riesengroß Stani Performance lesen. Ja, er kann es natürlich entfernen lassen, aber die Entfernung wird natürlich dementsprechend kosten.
Ist da einer? Okay, jetzt kommt keiner, Leute. Oh, ich hab Schiss. Überleg mal, die kommen jetzt da raus oder so. Also, wenn die jetzt rauskommen, Leute, dann kriegen wir richtig große Probleme. Komm, mach hin. So, eins ist dran, ne? Oh mein Gott, das sieht so krank aus. Hier machen wir auch noch eins dran. Und dann fahren wir zu iCrimex. Überlegt mal, Turan hat ja auch immer seine ganzen getunten Autos zu stehen. Und iCrimex mit seiner Werkstatt, die werden durchdrehen. Weil die werden alle jetzt denken, Turan ist ein Kunde von mir. Deswegen hat er die Werbung da dran, ne? Und wisst ihr, wie viele Leute dann jetzt wahrscheinlich ins Autohaus kommen werden? Die ganzen Kunden von iCrimex werden kommen, von Turan werden kommen. Ich sag euch, wartet mal ab in den nächsten Tagen. Ich werde mich kaum noch... Ich muss mehr Leute einstellen. Ich werde kaum noch Zeit haben, irgendwas anderes zu machen, als aus Autos zu tunen. Oh mein Gott, Leute, guckt euch das an. Guckt euch das an, wie krank das aussieht. Schnell weg hier. Schnell weg hier, Leute. Ohohoho. Und jetzt machen wir einen kleinen Abstecher zu iCrimex, seiner Schmalspurwerkstatt, wo letztens noch nicht mal Autos vorne gestanden haben, weil er keine Autos mehr hat. Die Gerüchte hat er mir ja sogar erzählt, Leute. Alle Autos, die er hatte, wurden verkauft. Kann ich mir nicht vorstellen. Hey, wo soll ich noch überall die Graffitis reinmachen? Ich könnte ja die Graffitis wirklich quer in der ganzen... Guck mal hier, selbst bei den... Hey, überall könnte ich die Graffitis eigentlich verteilen. So, wo war denn jetzt hier das Autohaus, Leute? Wir müssen hier lang, dann einmal rechts fahren, dann sind wir auch schon da. Also ich denke mal auch, dass da in der Nacht eigentlich tote Hose ist und dass da keiner arbeiten wird. Und vielleicht ist das Autohaus eh noch leer. Das Gute ist halt, Max ist noch im Urlaub wahrscheinlich. Oh, Licht ist an, Leute. Aber es sieht nach toter Hose aus. Und Leute, wisst ihr was? Bei Max werde ich richtig übertreiben. Da werde ich richtig übertreiben. Wir werden es direkt vorne. Hier einmal direkt an der Hauptstraße, dass jeder, der es vorbei sieht, denkt, das ist jetzt hier der neue Stani Performance Laden. Aber ist er ja gar nicht. So, Leute, er straight ist ran. Und dann guckt mal bitte, wie das aussieht. Auf iCrimex, ein Autohaus Stani Performance. Wie viel kann man noch jemanden die Ehre nehmen? Es ist zu krank. Wir müssen echt hier schnell weg, Leute. Schnell noch ein Graffiti hier ranmachen, dann müssen wir hier abhauen. Ransprayen das Ding hier. Und dann haben wir das Autohaus auch am 1. Leute, es gibt noch eins, dieses Premium-Deluxe-Autohaus. Ich habe Angst, wenn das irgendjemand übernimmt. Da wohnt zwar aktuell noch keiner drin, aber da werden wir auch noch einen kleinen Abstecher machen, werden auch noch mal ein Graffiti ranhauen und dann weiß jeder in der Stadt, was abgeht. Ey, wisst ihr, was auch krass wäre? Überleg mal, ich bezahle Sprayer, die das jede Nacht machen. Überall in der Stadt. Ich glaube, das könnte auch viel Hass, so, dass Leute sauer auf uns werden. Oh mein Gott. Es sieht zu krank aus. Stani Performance, schnell weg hier. Ich muss los. Geheime Aktion hier mitten in der Nacht. So, wir müssen jetzt nochmal zu diesem ekligen Premium-Deluxe-Autohaus, was sich Premium nennt, aber was ja nicht mal ansatzweise so Premium ist wie wir. Das ist auch ein Schmalspur-Autohaus. Das Einzige, was die haben, ist halt coole Nachtbeleuchtung. Und hier werde ich, Leute, hier direkt hier vorne. Nee, da ist der Mülleimer, Leute. Nee. Unser Graffiti kommt direkt hier an eine Scheibe ran. Sollen die Leute erstmal denken, dass uns das Autohaus gehört? Das wäre ja nicht schlecht. Hier schön in die Mitte. Boah, das sieht man auch so gut von der Straße, ne? Hoffentlich kommt keine Polizei. Ey, wir haben einmal Glück, sonst haben wir immer Ärger mit der Polizei gehabt. Aber jetzt haben wir Real Talk einmal Glück gehabt. Keiner kommt. Das sprayen wir schnell ran. Und dann, Leute, fahren wir zurück in unser Lager, werden pennen gehen. Und niemand hat was gesehen. Niemand weiß, dass wir hier mitten... Wenn die morgen früh alle aufwachen, die werden sich denken, was geht hier ab. So, dann die Performance. Einmal rangesprayt. Let's go, abhauen. Ey, zu krank. Leute, was soll man dazu sagen? Wir haben alles übernommen. Die Stadt gehört uns. Stani Performance, Werbung überall. Ich bin gespannt, was jetzt die nächsten Tage passiert. Die Bude wird wahrscheinlich eingerannt. Leute, lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, um nichts zu verpassen. Leute, das war's gewesen. Haut da rein, guckt da in Stani zu dem Skill ist in.